Hi, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich etwas aus Schweden, McMurra Gruvguld. Gruvguld bedeutet Gold aus der Mine und die haben dort bei McMurra eine 50 Meter tiefe Minengrube, in dem sie tatsächlich dort ihre Whisky lagern. Der Whisky hier drin, ich schenke mir schon ein, ist zwischen 5 und 16 Jahre alt und hauptsächlich um die 50% wurden aus den kleinen 30-Liter-Fässern, für den McMurra sehr bekannt ist. Das ist der Limited Seasons Edition 2018 und was sie haben, sind First und Second Bourbon Fässern, First Fill und Second Fill Bourbon Fässern. Die waren zwischen 30 und 100 Liter groß. Dann haben sie tatsächlich auch Virgin Erst- und Zweiten Fill Schwedisch Oak, in dem vorher auch tatsächlich etwas drin war, wahrscheinlich was von McMurra. Dann haben sie Virgin und First Fill aus Oloroso Sherry. Und dann haben sie auch noch, es ist immer so kompliziert, haben sie Virgin und zweite First Fill, Schwedisch Oak, in dem Bourbon war. Und dann wurde es gesättigt nochmal mit PX. Und das gleiche haben wir nochmal mit First und Virgin US Oak, also 128 Liter, in dem sie Oloroso Sherry reingetan haben. Also eine große Mixtur aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tatsächlich 11 verschiedene Fässern. Ja, ich habe falsch gezählt, aber trotzdem 11. Und der kostet um die 48, 49 Euro. 46,1%, ganz normal. Hier für McMurra, Non-Chilled Filter, kein Farbe hinzugefügt. Und nur ganz wenige Fässern wurden benutzt, in denen vorher rauchige Whisky drin war. Also das gibt ein ganz kleines bisschen so einen Touch in diesem Moment. Letzte Sache, was ich erwähnen möchte, ist, dass tatsächlich eine Master Blenderin, also die Angele Deoratio, Mensch, mein Italienisch ist furchtbar auch, hat hier gute Arbeit geleistet. Zumindest wurde mir immer wieder das hier bestätigt. So, meine Nase sagt: fruchtig. Ich bin ganz schnell am Überlegen, würde ich sagen, das ist Schwedisch oder würde ich sagen, das ist Deutsch? Auf jeden Fall würde ich es tippen auf eine nicht schottische, nicht Bourbon, nicht Irland, nicht Asien, sondern tatsächlich auf dem Festland. Oh, da kommt Sherry durch. Wow, nicht ohne. Also nicht wenig. Oh, nett. Eine gute Mischung aus den Sherry Oloroso und den PX Pedro Ximénez. Ich wette, jedes Mal, wo ich Pedro Ximénez sage, sagen dir alle Leute in Spanien: Aua, Jason, tut meine Ohren weh. Angenehm, angenehm. Also auch der Preis, 48 Euro, finde ich auch nicht schlecht. Also die Flasche sieht immer noch cool aus und da sind Goldpünktchen, Goldsternchen da drauf, weil es Gold aus der Mine ist. Okay, probieren wir mal. Da ist eine gute, aufeinander abgestimmtes Auswahl von Holz. Es ist erstaunlich, wie fruchtig dieses Ding ist. Hier gerade hier durch den Oloroso, Virgin und First Fill. Durch den Virgin und Second Fill, Schwedisch Oak, Eichen. Und auch gerade eben durch dieses, wo der amerikanische Eiche wieder ins Spiel kam, dieses Virgin und First Fill, in dem auch der Oloroso drin war. Da waren ganz schon viele 30-Liter-Fässer da drin. Und das heißt, es reift schneller. Also ich persönlich möchte nicht unbedingt einen Whisky. Auch probieren würde ich auf jeden Fall, aber ich würde nicht immer das Wohlen aus einer 30-Liter-Fass, die sind echt klein, eine 16 Jahre alte Whisky zu haben. Da muss massives Holz drin sein. Aber das fünfjährige Zeug ist cool. Habe ich den Rauch gespürt? Ich glaube, nein. Doch, ich rieche einen Haufen Rauch.
Wow, das ist erstaunlich. Dieses Oloroso, dieser PX-Sherry-Moment ist weg. Und ich habe echt, seitdem ich das verkostet habe, eher dieses leichte Rauchnote in der Nase. Ha, Wahnsinn. Ja, jetzt habe ich da auch ein bisschen Abgang, auch ein Hauch vom Rauch. Es ist nicht wow aus meiner Welt, aus meiner Perspektive hier, meiner Meinung nach. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich tue einfach mal 1, 2, 3, 4, 5. Meine Frau hat eine gute Freundin aus Österreich und sie versucht immer wieder, die Österreicher ein bisschen nachzuahmen, wenn sie mit mir redet. Das ist witzig und nicht witzig zugleich. Und wenn ich versuche, ein bisschen bayerisch oder ein bisschen österreichisch hier nachzumachen, dann ist das auch Schwachsinn. Aber jetzt habe ich Holz. Also ich habe Frucht am Anfang, dann ging es rüber zu ein bisschen von dem torfigen Moment, leicht. Und jetzt kriege ich einfach mal Holz. Also der wandelt, der transformiert sich, der entfaltet sich. Da sind verschiedene Facetten dabei. Joa. 3++. Jo. Also der ist noch nicht ganz in meine Kategorie für 2-. Ich könnte, wenn ich lieb und möchte, einfach André, also hier von McMurray, also vielleicht gehen wir zu einer 2-, okay? Und Preis-Leistung, ich muss auch sagen, vielleicht bin ich das oder nur heute, aber 48 € für eine Schwede, 0,7 Liter Flasche. Wo 5 bis 16 Jahre alte schwedische Whisky drin ist, was halbwegs okay schmeckt. Also nochmal, eins, du bist verrückt, weil du es noch nicht gekauft hast. Zwei, bitte kaufen gehen. Drei, Empfehlung, kann man kaufen. Vier, lass lieber die Finger davon weg. Und fünf, also nimm es vom Markt, das Zeug ist grässlich. Ja, also ein 2- ist eigentlich eine Empfehlung zum Kaufen in Jasons Punktesystem, okay? Also wer wirklich jetzt hier auch als Schüler ein 2- bekommen hat, ist oft glücklich. Denn das ist ein Messer aus der Nachbar, der sein 3+ gekriegt hat. Preis-Leistung bei 48 € sage ich auch eigentlich eher eine solide 3. Also die Preispolitik hier von McMurray ist manchmal ein bisschen teuer. Aber das an die Standard-Dinge, die immer wieder rausgehauen werden, auch diese Limited-Sachen, die rauskommen, sind nicht utopisch teuer. Und von daher, warum nicht? Also, 2-, 3, solide 3 für Preis-Leistung. McMurray und ich, wir werden noch nicht so richtig dicke Freunde. Ich respektiere, ich finde die okay. Aber ich glaube, es ist so mit mir und McMurray wie viele Leute mit Bourbons. Also, ein Bourbon kann man trinken, aber selbst zu kaufen und selbst das zu trinken, ne. Wenn es angeboten wird, lehnt man nicht ab. Aber wenn man selbst eine Wahl hat zwischen das oder das, nimmt man fast immer nicht der Schwede oder in deinem Fall nicht der Bourbon, sondern dafür der Scotch. Und so ähnlich geht es mir hier. Gut, Whisky Jason hier. Meine Frage des Tages ist: 30 Liter Fässern. Was hält ihr von diesen kleinen Fässern? Ich habe neulich Cognac-Fässern zum ersten Mal wirklich wahrgenommen. Und wenn ich richtig im Kopf habe, sind Cognac-Fässern eher 50 Liter als 30 Liter. Aber die waren auch putzig und nett und gut. Was denkt ihr über diese schwedische Gravity Barrels, diese 30 Liter Dinge? Ihr könnt einfach Gravity Barrel McMurray eintippen bei Google, werdet ihr unheimlich viel finden. Was ist eure Meinung dazu? Und in diesem Zusammenhang, was ist eure Meinung dazu, dass sie denn amerikanische Eiche wie auch schwedische Eiche benutzen? Gibt das da schon deutliche Unterschiede auch im Geschmack? Ich sage ja. Und ich finde es gar nicht so schlecht, 30 Liter Fässern zu benutzen. Mein Bauch oder mein Kopf oder mein Verstand sagt mir, 50 Liter würden es auch tun, glaube ich.
Erfahrungswerte. So, Whiskey Jason hier. Liken, abonnieren, immer wieder neue Leute davon erzählen. Und auch dann auf meine Sample-Liste schauen. Vielleicht bei Amazon draufklicken, irgendwas anders. Und jeden Sonntagabend um 21 Uhr Livestreams hier endlich wieder bei Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Tschüss, bis morgen. Bye, bye.